Das Ding läuft immer noch. So. Erstmal hier anmachen. Jetzt kommt da auch was raus. Ich habe mir Weihnachtslieder besorgt und ich möchte jetzt Weihnachtslieder spielen. Und die muss ich üben. Und weil noch nicht Weihnachten ist, gibt es jetzt erstmal kein Weihnachtslied, sondern ein Adventslied. Zwar. Ja, das geht schon mal. Spannend wird es, wenn ich die linke Hand dazu nehme. Und es gibt dazu noch einen vierstimmigen Satz. Den werde ich dieses Jahr nicht mehr können. Aber bitte. Also, wir sagen euch an den lieben Advent, sehe die erste Kerze brennt, wir sagen euch an eine heilige Zeit, mache den Herrn den Weg bereit, freut euch ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der sagen euch an den lieben Advent. Sehe die zweite Kerze brennt, so nehmet euch ein für das andere an. Auch der Herr an uns getan. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Wir sagen euch an den dritte Kerze brennt, nun tragt eure Güte hellen Schein. Nochmal, nun tragt eure Güte hellen Schein, weit in die dunkle Nacht hinein. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Und jetzt für Sonntag. Wir sagen euch an den lieben Advent, sehe die vierte Kerze brennt. Gott selber wird kommen. Er zögert nicht. Auf, ihr Herr.
habe ich noch ein bisschen Zeit, bis ich das können muss. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. So, jetzt versuche ich mal den Kehrvers in der linken Hand zu spielen. Wie gesagt, ich bin kein Experte für Bassschlüssel. C, D, E, F. C, D, E, F. Kriechen. Freut euch, ihr Christen. Und dann geht's weiter. E, C, umsetzen. Machen wir eine Pause. Da, 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 da. Ist nicht so besonders schwer. Kriege ich auch noch hin. Ich mache mal ein bisschen lauter. Versuche ich doch jetzt mal den Bass-Kehrvers dazu. Scheiße, ich habe schon was vergessen. So, und jetzt geht's los.
Was kommt davon, wenn du jahrelang keinen Waschschlüssel liest? So.